Ja, das ist jetzt euer neues Reich hier. Hier seid ihr jetzt zu Hause. Ursula, Gretel und Rocky. Ursel. Der Kleine ist das Männchen, ne? Ja. Ich hab gedacht, das wäre umgekehrt, aber nö. Muss dich ein bisschen verwöhnen, ne? Damit du artig bist. Ja, der muss erst mal größer werden. Die sind ein Monat alt. Ich, aber das ist doch gut. Ich muss sie noch ein bisschen verwöhnen. Aber sie ist eine Hübsche und auch gut im Futter. Ja, da guckst du, hä? Wieder völlig neue Gesichter. Ach, ist es gut, dass die Tags aus den Ohren sind. Ich finde es schrecklich, wenn die Tiere dauernd solche Plastikteile. Die haben sie abgemacht. Ja, ja. Weil das privat ist jetzt, ne? Na ja. Mensch, du benimmst dich ja, Schnuffi. Aber die hat auch keine Angst vor dem Hund. Die kennt den Hund, die Mutter. Ja, wahrscheinlich. Ja, weiter geht's nicht. Na, ich finde das ein bisschen kurz, das Band. Oder? Ja, aber er sagte von wegen, sie muss ja eben ringsum fressen. So, und abends musst du sie eben an der Hütte dann festmachen, ja, dass sie da rein kann. Ja. Ja, ja, klar. Aber das habe ich mir gedacht, dass die zusammengeschnürt haben im Kofferraum. Junge, Junge, Junge. Ja, ja, die sind da ein bisschen, du kennst das ja nicht. Das machen in Deutschland, machen wir auch immer Schafe, einzelne Schafe oder sonst, ja, auch einen Anhänger, weißt du? Ja, dann zusammengeschnürt, fertig. Ja. Weißt du, wie wir unsere Schweine, unsere kleinen Schweine, die waren so groß wie die, ja, Lämmchen hier. Ja, bei die mir haben auch. Wir im Anhänger, so ein, ne, Klappanhänger mit Deckel drauf, sag ich jetzt mal so. Ja. Da haben wir die Schweine rein, Klappe zu, fertig. Aber ohne sie zusammen zu schnüren. Ja. Unsere Wurst und Schnitzel, als wir sie unten rausholen mussten. Ja, dann können wir dich ja erst in 2 Monaten melken, ha? Ja, ist das schon nicht schlimm. Dann kann sie sich erstmal dran gewöhnen. Ja, genau, ne? Alles gut. Aber ich hätte sie ja noch ein bisschen weiter nach hinten oder in der Nähe von der Hütte. Okay. Wenn es jetzt Regen gibt, dann sind die im Regen, weißt du? Ja. Oder? Können wir ja immer noch machen. Würde ich sagen, Colli. Weil da haben sie auch zu fressen können, aber in der Hütte. Vielleicht fressen sie ja auch erstmal Heu nur. Könnte ich mir vorstellen, weil das ist besonders gutes Heu. Das, ja, ist ja, ganz natürlich guter Rasenschnitt, also ja, mit allen möglichen sie Kräutern. Auch wissen, wo ihre Hütte ist, weißt du? Ja, das werden die dann abends schon mitkriegen, wenn sie dann einen Platz zum schon ein bisschen nach hinten? Ja, ich mach mal kurz aus.